Moin, so Sachen gepackt, alles wieder verstaut im Auto. Kofferraum ist voll. Wir verlassen jetzt hier unsere Unterkunft in Salt Lake City und wollen heute noch nach Twin Falls fahren. Das sind circa auch 3,5 Stunden Fahrt. Und bei mir ist mal wieder die Allergie dabei. Genau, der Frühling lässt grüßen. Auf jeden Fall haben wir gutes Wetter für die Fahrt. Im Auto ist es ja nicht so warm, das geht immer ganz gut mit der Klimaanlage. Und wir schauen mal, was wir dann noch für Zwischenstopps machen, bevor wir dann quasi weiterfahren. Wir sind da jetzt auch nur eine Nacht in einem Hotel, was wir über Check24 gebucht haben. Und würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, lassen gar nicht lange warten und nehmen euch wieder weiter mit. Bis gleich! So, jetzt sind wir von Utah nach Idaho und sind hier gerade bei den Shoshone-Fällen angekommen. Hatten ja auch eben gerade schon einen kleinen Wasserfall. Das hier sind quasi die Twin Falls. Wir sind hier in Twin Falls, das heißt auch der Ort. Und hier haben wir auch eine Unterkunft über Check24 her gebucht. Und ich finde die Aussicht auf jeden Fall schon mal grandios. Eben gerade konnte ich und durfte ich fliegen. Bei dem anderen Wasserfall, bei dem hier bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Das werde ich gleich herausfinden. Ich habe das schon mal parat in der Hand. Ich würde sagen, wir probieren das gleich einfach mal. Ansonsten wollen wir da nur noch... Oh, mit Regenbogen. Ich habe noch mal kurz länger drauf gehalten, damit ihr ein bisschen Ausblick habt. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich einfach mal. Mal schauen, was Drohne hergibt. Und danach geht es für uns nur noch weiter bis zur Unterkunft. Wir können auf jeden Fall schon einchecken. In der Nähe haben wir schon eine Möglichkeit gefunden, was zu essen. Dann schauen wir uns da ein bisschen um, was es da noch gibt. Da gibt es auch eine riesige Brücke, die dann halt über die Schlucht rüber führt, für Autos auch. Die wollen wir uns auch mal anschauen, vielleicht heute. Ansonsten haben wir auch morgen die Möglichkeit. Und morgen fahren wir dann auch nur 2 Stunden. Genau, so viel kurz von mir. Wahrscheinlich wollt ihr jetzt eher mehr Bilder von der Drohne sehen. Also ich guck mal, ob das machbar ist.
Na, das hat sich doch nochmal gelohnt, mit der Drohne da zu fliegen. Wir sind jetzt hier bei unserer Unterkunft, dem La Quinta Inn. Hier nochmal Grüße an Pase Denker. Ah, hier hat wohl jemand einen Schuh in die Tür gemacht, um da nochmal wieder reinzukommen. So. Ist hier ordentlich voll geworden. Alles voll mit Autos. Und genau. Mein Plan war es, hier nochmal in den Pool zu springen. Die haben hier tatsächlich einen Pool, zwei Pools eigentlich. Einer ist kaputt im Haus B, da sind wir. Aber Haus A, das ist ja direkt nebenan, kann man halt auch noch rein. Und es hat alles wunderbar geklappt beim Check-in. Wir waren irgendwie 15:30, 16 Uhr halt hier. Das hat alles ohne Probleme geklappt. Und wir haben ein Zimmer im zweiten Geschoss. Ist leider was ohne Fahrstuhl, aber nicht so schlimm. Hat trotzdem alles funktioniert. Und wir waren dann nochmal kurz bei Blaze Pizza essen. Das kennen wir auch schon aus unseren vorherigen Reisen, Urlauben. Und genau, sind dann ja danach dann nochmal zum Drohnenfliegen zur Brücke gegangen. Also wie gesagt, das hat echt Spaß gemacht, da zu fliegen. Richtig viel Platz, der Wind war super okay und von daher auch kein Problem. Und ich hatte gedacht, ich benutze lieber jetzt die Chance nochmal, weil ich nicht weiß, wie das morgen ist und so weiter. Und bin deswegen extra nochmal hier zurück, das sind 5 Minuten von dem Restaurant quasi entfernt. Hier zurück zur Unterkunft, habe schnell die Drohne geholt und dann ging es los zum Fliegen. Ich weiß gar nicht, ist das da ein Schmutzfleck hier? Na, ich glaube, so ist besser. Genau, und jetzt ist es 20 Uhr. Oh, weiß das gerade gar nicht, ich habe die Uhr gar nicht um. Bringt mir das auch nicht, aufs Handgelenk zu gucken. 20.30 Uhr ist es, glaube ich. Und die beiden Kinder schlafen jetzt. Der Pool hat hier bis 23 Uhr auf für Kinder und von 23 Uhr bis Mitternacht nur für Erwachsene. Und von daher, weil die Kinder jetzt gerade erst eingeschlafen sind, gehe ich jetzt in meinen Pool. Vivi möchte nicht, weil wegen neuen Tattoo und möchte das jetzt noch nicht nutzen und wollte auch eh gerade noch was anderes machen. Und ich werde jetzt mal rein und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Und ansonsten war es das für heute auch mit dem Tag. Bis dahin. Nicht so der wärmste Pool, aber es ist ein Pool. Lassen wir uns ja nicht nehmen, ne? Gerade nicht so viel los, man hat noch Blick auf die Ausfahrt und das Nachbarrestaurant. Ich würde mal behaupten, dass nebenan in diesem Blubbelsbader, dass da etwas wärmer ist. Aber vielleicht ist das hier auch nicht verkehrt, sich ein bisschen abzukühlen. Und von daher werde ich jetzt noch mal 1-2 Runden schwimmen. Und weil hier auch noch andere sind, nehme ich euch jetzt nicht weiter mit. Ein bisschen Privatsphäre muss ja sein und von daher sage ich mal Tschüss, bis morgen. Die besten Betten bisher auf der ganzen Reise. Die Kinder haben soweit auch gut geschlafen und wir sind jetzt wieder unterwegs, wie ihr sehen könnt. Sind hier wieder auf der Interstate 84 Richtung Boys. Und ja, genau, gestern waren wir Pizza essen noch beim Blaze Restaurant. War auch sehr, sehr gut. Und genau, da kamen viele Erinnerungen wieder. Und ja, genau, danach sind wir dann, Torben ist dann einmal nochmal zurück zum Zimmer und hat die Drohne noch geholt. Und ich bin mit den Kids schon mal Richtung dem Canyon gegangen. Ist ja nicht sehr weit weg von dem Hotel gewesen. Und da gibt es die bekannte Perrine Bridge. Vor allem bekannt für Space Jumping. Da war auch ein großes Schild direkt da. Leider haben wir nur jemanden gesehen, der das Zeug gerade eingepackt hat. Es wäre natürlich auch ziemlich cool gewesen zu sehen, wenn da jemand runterspringt. Ist auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Brücke, sehr groß und ja, von der Bauart auch irgendwie besonders. Das war schon irgendwie voll der Hingucker, aber natürlich auch die ganze Schlucht, also der ganze Canyon da mit dem Snake River, der da durchfließt und den ganzen Kajaks da unten, Stand-Up-Boards, Boote.
Da war schon ein bisschen was los und das Licht war einfach total schön. Also ja, war einfach richtig, richtig schön. Sind ein bisschen lang gegangen. Torben hat dann ein paar Aufnahmen mit der Drohne noch gemacht. Und dann ging es halt ja auch wieder zurück zum Zimmer. Da haben die Kinder noch kurz gespielt und dann war auch einfach Bettgehzeit. Torben war ja dann noch im Pool, das hat er euch ja noch gezeigt, euch noch kurz mitgenommen. Und genau, dann folgte eigentlich auch nicht mehr so viel. Wie gesagt, eine gute Nacht haben wir hinter uns. Heute Morgen waren wir dann irgendwie relativ früh wach und sind dann zum Frühstück. Das war eigentlich auch soweit ganz gut. Für jeden war was dabei von Bagels, Toastbrot, Muffins, Säfte, Kaffee, Waffeln, Würstchen, Rührei. War soweit ganz gut. Natürlich jetzt kein exzellentes Frühstück, aber für das, was man da jetzt so bekommen hat, war das schon ganz gut. Und vor allem halt dann auch, dass auch für die Kinder was dabei ist. Genau, und jetzt haben wir dann wieder Sachen gepackt und sind entspannt quasi jetzt weiter. Ich sehe schon die nächsten Schneeberge wiederkommen. Genau, wir sind gespannt, was so die Fahrt jetzt mit sich bringt, was wir so sehen werden, welche Stops wir vielleicht noch spontan einlegen, weil allgemein ist die Fahrt jetzt nicht lange, es sind jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden. Und genau, da hinten ist schon wieder Rauch, also hin und wieder sieht man auch, dass was brennt. Das gehört natürlich halt auch hier dazu. Genau, aber jetzt möchte der Kleine nochmal, der kleine Große nochmal Snacks. Und es geht erstmal weiter. Bis dann. Moin! So, wir sind hier bei unserer Unterkunft in Nampa angekommen. Wir haben keine großen Zwischenstopps gemacht. Wir sind ja von Twin Falls aus über die Interstate 84 quasi hier in diese Richtung gefahren. Und den einzigen Zwischenstopp, den wir jetzt noch gemacht hatten, war in Boise, der Hauptstadt von Idaho. So wie wir herausgefunden haben, wussten wir vorher auch nicht, dass wir daran vorbeikommen. Und haben dort quasi noch mal einen Zwischenstopp an dem Spielplatz gemacht. Einfach damit der Große sich da ein bisschen ausruhen konnte. Und glücklicherweise war das echt ein guter Spielplatz. Mit vielen Spielgeräten und auch anderen Kindern, mit denen er erst nicht und dann hinterher doch spielen wollte. Das heißt, er konnte sich da ein bisschen austoben. Jetzt sind wir hier bei unserer Unterkunft angekommen. Wir haben gerade die Sachen ausgepackt. Genau. Und bleiben hier auch nur für eine Nacht. Dann geht morgen für uns die Fahrt wieder weiter. Wir haben, sag ich mal, ein bisschen aus Australien ja gelernt und dann ja alle Unterkünfte hier eigentlich für unseren Roadtrip nochmal storniert und neu gebucht, dass wir halt an einigen Orten, wo wir auch gar nicht uns lange aufhalten wollen, eigentlich nur als Zwischenstopp gedacht ist, auch andere Alternativen als Airbnb dazu gebucht haben. Das hier ist jetzt zwar über Airbnb und für eine Nacht, aber wie gesagt, morgen geht es weiter. Wir haben da halt andere Stops, wo wir halt länger bleiben wollen. Und Vivi geht es jetzt gerade nicht so gut, die hat irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen und ruht sich jetzt gleich mal ein bisschen aus, aber wir haben ja auch zum Glück genügend Platz im Wohnzimmer, dass die Kinder da spielen können. Und von daher würde ich sagen, ich gehe jetzt mal rein. Wie gesagt, viel gab es von unterwegs nicht zu berichten. Und mal schauen, was sich heute hier noch ergibt. Ansonsten haben wir für morgen etwas Größeres geplant und dann ist es ja auch okay, wenn man sich ein bisschen ausruht und wir dann ja morgen mehr vorhaben. Soweit erstmal von uns. Bis dann! Moin! So, wir verlassen jetzt wieder unsere Unterkunft hier in Nampa. Wir sind ja von den Twin Falls aus hierher gefahren und Nampa war nur eine Nacht Übernachtung für uns, bevor es jetzt weitergeht. Wir fahren quasi jetzt weiter nach Ontario, hier in Oregon. Das liegt auch nur 2 Stunden circa entfernt, oder ich glaube nicht mal. Allerdings machen wir einen großen Umweg. Wir fahren auch in eine Schlucht rein, wo es online gesehen ist wohl Differenzen gibt, wie die Schlucht wirklich aussieht. Da gibt es Fake-Bilder, die machen das viel schöner, als es eigentlich wohl sein sollte.
Dennoch sind wir hier gerade in der Nähe und haben uns gedacht, wir fahren da einmal kurz hin. Das sind irgendwie 2 Stunden Umweg, die wir machen. Also knapp 4 Stunden Fahrt insgesamt heute. Nochmal kurz hier zu unserer Unterkunft. Hier hatten wir wirklich viel, viel Platz für die Kinder zum Spielen. Riesen Couch. Wir haben gestern noch einen Kinoabend gemacht. Dann haben wir hier eine riesige Küche. Ganz viel Platz mit allem drum und dran. Ein riesiger Kühlschrank, Kaffeemaschine, Herd, Backofen, Geschirrspüler, ganz viel Geschirr und Gläser. Das haben wir in einigen anderen Unterkünften ja bisher schon vermisst. Dann haben wir hier noch das Bad mit Dusche und Badewanne. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer und noch das zweite Schlafzimmer. Hier haben der Große und ich geschlafen. Jetzt haben wir die Sachen soweit alle ausgeräumt. Und das ist eine von 2 Unterkünften. Hier hinten gibt es noch eine Durchgangstür, da geht es wohl noch zu einer anderen Unterkunft. Und die liegt hier drunter, deswegen musste man auch, man hört es vielleicht, bei dem Holzboden halt aufpassen, dass man dann entsprechend auch, dass man da Ruhezeiten einhält von 10 bis 8 Uhr morgens, glaube ich. So, und ich mache jetzt hier die Tür zu. Gucken, ob das Auto auf war. Ja, okay. Gut, muss ich nicht nachhelfen. Und wie bei den meisten Airbnb-Unterkünften haben wir hier so eine Lockbox. Opa, oha. Abgeschlossen. Jetzt muss ich den Schlüssel dann auch drin verstecken. Das mache ich gleich. Und das funktioniert meistens immer ganz gut. Es gibt auch ein elektrisches Keypad. Und diese Code kriegt man dann bei Airbnb vorrangig zugeschickt. Und das Wetter heute ist sehr bewölkt. Trotzdem noch mal ein bisschen Sonne, was da durchkommt. Ich hoffe mal einfach, dass es vielleicht besser wird. Ich bin ja mehr so Fan von Sonne pur und hoffe aber einfach, dass auch unsere Fahrt in die Schlucht dadurch nicht irgendwie beeinträchtigt wird oder sich der Ausblick nicht lohnt oder es sogar noch anfängt zu regnen. Genau, so viel von uns. Wir fahren jetzt los. Es ist jetzt kurz vor 11. 11 Uhr ist hier Checkout und 15 Uhr können wir eh erst frühestens in die andere Unterkunft nachher rein. Das heißt, wir haben genügend Zeit. Der Große kriegt Bespaßungsprogramm. Die Lütte wird wahrscheinlich jetzt eh gleich schlafen. Und wir fahren jetzt los. Bis später.
den 15. Geburtstag. Muss ja die Sonne laufen. Genau, es ist ein bisschen gewittert. Also Sonne kommt langsam raus, aber es ist ein bisschen paar Wolken hier. Genau, wir sind jetzt nach Leslie Gulch gefahren, wie auch immer man das ausspricht. Die Straße lang, ewig kam nichts so richtig, vorbei an Kuhherden. Und da haben wir gedacht, okay, wann kommt denn endlich die Schlucht, die hier so bekannt ist? Und dann, genau, irgendwann kam es dann, was ihr ja auch hier schon so im Hintergrund sehen könnt. Ich fand mega cool, da durchzufahren. Das ist eine relativ schmale Straße. Und ganz am Ende folgt noch der Fluss und hier sind schon ein paar Campinggebiete, Campingplätze, wo wir gesagt haben, okay, hier drehen wir dann jetzt um. Und genau, weil das eigentlich so weit reicht, also man kann jetzt da noch weiterfahren in die Richtung. Aber letztendlich ist es dann auch relativ ähnlich alles hier. Genau, aber wir sind von dort gekommen. Und wie man das schon sehen kann, das ist schon sehr eindrucksvoll mit den ganzen großen Felsformationen und den ganzen Farben da drin. Also richtig schön, lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn es lange Schotterstraße ist und irgendwie uns das Navi gesagt hat, es sind irgendwie nur ein paar Meilen, aber man braucht eine Stunde dafür. Man kann halt nicht ganz so lange, ganz so schnell fahren, besonders jetzt wollten wir die Kinder auch nicht so durchschütteln. Genau, es ist halt die ganze Zeit so eine Schotterstraße, nicht richtig geteert. Zum Glück nicht ganz viele Schlaglöcher, also das geht eigentlich ganz gut. Genau. Und jetzt geht der ganze Weg wieder zurück, der ganze Spaß. Genau, können wir aber auf jeden Fall empfehlen, hier mal lang zu fahren. Das ist schon schön und schon was Besonderes. Genau, jetzt geht's erstmal weiter.